Okay, das heißt, ich brauche einfach ein bisschen Kohle. Alles klar, dann verkaufe ich noch ein bisschen was. Aber währenddessen nehme ich diesen Scheißbaum hier mit. Ich habe vorher gesehen, wie dann einfach drei Leute so einen violetten, also so violett glänzenden Baum gemeinsam gefällt haben, also. Und die haben sich dann alle gefreut. Oh, da ist es. Hey. Oh, no. Ah. Meinst du vom Gold oder? Was ist das hier? Ach so, ja. Das stimmt. Weil ich glaube, Prio ist erst einmal, dass ich mir so ein Haus zusammenbauen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit der normalen Axt fällen kann oder ob ich dafür schon eine besondere Axt brauche. Nachwachsen, weil wenn da lauter neue Spieler sind, die fällen das ganze Dorf. Ah, okay. Ja, wenn man zum Beispiel irgendeinen Gegenstand versucht abzubauen, der was halt nicht geeignet ist für das Gerät, was du hast, dann kommt irgendwie so eine Fehlermeldung bzw. so ein Warnhinweis, hey, das ist zu schwach für das Trunk. Raging ist also Stufe 3, okay. 61 Bretter. Also. Hölzer. Endlich. Also, ich weiß jetzt, wenn ich ein bisschen Pflanzenfasern sammeln, dafür bräuchte ich 100. Das heißt, ich muss mir so Büsche, Alter, zusammenhacken. 60. Irgendwie sind die gerade am lukrativsten. Ja, der geht nicht. Ja, es geht auch nicht. Oh, da haben wir den da hinten da. 76. Schau mal, ob das eigentlich schon reicht, wenn ich das verkaufe. Ich glaube, er kommt aber auch nicht regelmäßig her. Ja, das hat's gebracht. So, wir haben da schon 12, Mann. Gut. Kann ich ja gleich da rein pulvern. Und da verkaufen wir jetzt wieder. Das verkaufe ich. 100 brauche ich. Da verkaufe ich gleich ein paar mehr. Kann ich hier wieder welche holen. Bringt nur eins. Ansonsten. Das sollte eigentlich passen, ne? Das Fell, ein paar so Blockhaus-Saune. Ja, aber das kann ich doch eh wieder sammeln. Also das sind halt Gegenstände, die wir sie eh schnell wieder kriegen, weil die sind ja überall. Also. Zum Beispiel Pflanzenfasern kriege ich schnell, Steine kriege ich schnell. Oh no, es ist das ja da zu langsam.
Sei gegrüßt, Elliot. You just keep getting better and better. Das ist so geil. Das ist einfach die Begrüßung auf Deutsch ist und dann der Rest auf Englisch, Alter. I'd be busy in that pic I gave you. If you want to learn more about the real life of a miner, come see me. I can teach you how to make a smelter or copper bars, yeah? Haben wir auch. Tired of going hunting or buck catching, then having to drag your hole to back to your house. Bandit backpack, okay. Hey, I just met you and this is crazy. But here's my number. Okay, das passt auch, aber. Oh. Ah, jetzt gibt er mir. Oh, Mann, Alter. Hätte ich es gleich gesehen, die 100 Dinger, dann hätte ich es jetzt nicht verkaufen müssen. Aber gut. Passiert. Jetzt hole ich mir den einen Typen und. Also, den Minentypen da und werde da. Jetzt mir so eine Schmelze besorgen. What? Oh, okay. Ich dachte schon, irgendwas passt mit meinem Charakter nicht. So, wo ist der Hodari wieder hin? Da ist der. Kenley. Kenley. Ja, mich hätte gewundert, wenn plötzlich einfach der Charakter aus 5 Leuten besteht. Wo ist jetzt dieser Odaru? Ashura ist da? Family Farm. Oh no, Mann. Ah, das ist halt blöd. Die sind einfach wirklich nur zu bestimmten Zeiten in deiner Gegend und wenn du halt Pech hast, dann musst du halt warten. Wobei, eigentlich habe ich mir schon ein Bett gemacht, das heißt, ich könnte vielleicht sogar pennen. Das muss ich mir anschauen. Okay. Need any help? Ah. Ich dachte schon, ich hätte die ganze Sache nur geträumt. Okay, sie haben sich die Ruine angesehen. Und die Menschen zurück. Okay. Achso, okay, ja. Muss eh den Schrein anschauen. Dann gehen wir gleich mal dahin, wo sich die meisten Leute irgendwie aufhalten, nämlich bei Ashura. Ihre eins des folgenden aus. F 500 Grams. 500 Gramm von was? Es ist illegal, was nicht da steht. Gewöhnliche Axt. Okay. Can chop medium trees. Oh no, warte mal kurz. Was ist wichtiger? Eine Axt? Oder die Schmelze? Wobei ich ehrlich gesagt, also Schmelze. Ich glaube Erde ist zum Verarbeiten für Ziegelsteine, damit wir das Haus bauen können. Wer ist ein Hassian? Ne? Was sagt er? Der Typ sieht irgendwie aus wie von Peter Pan. Du hast gerade den Key bekommen, dass du spielen kannst. Jein? Okay. Aber du kannst trotzdem spielen. Ha, nice. Ja dann, let's go. Dann werden auch wir uns gut verstehen. Aber wenn du die Natur missbrauchst, dann wirst du es mit mir zu tun haben. Ich habe deinen Brief erhalten. Und da ist die Schmiedestadt. Ah, okay. Oh. An seiner Stelle wäre ich vorsichtig. Es ist zum Glück nicht riesig, das Game. Also es geht relativ flott, das Runterladen. Kann sein. Also ich weiß, dass es relativ flott gegangen ist. Weil das Game halt nicht so riesig ist.
Questziel, Questziel. Ja, siehst du, geht ja flott. Ich glaube, ich gehe jetzt zum Fischer dahin. Mal drunter und dann nach links. Hey, ich glaub's dir. Dann kannst du dann jetzt gleich dein eigenes Haus bauen. Und so viel looten und farmen, wie du willst. Oh, warte mal, renne ich in die falsche Richtung? Ja, natürlich renne ich in die falsche Richtung. Umdrehen und die andere. Aber vielleicht kann ich das markieren. Ah, gut. Ich hoffe halt nicht, das wird halt ziemlich brennen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, wenn du morgen nicht früh aufstehen musst, dann kannst du ja die ganze Nacht durchmachen. Aber immerhin kriegst du dann schon was hin, also... Ah, bis 0 Uhr? Ja, okay, da wird sicher noch was gehen. Ein Zelt und so weiter. Aber ich denke mal, die Gefahr ist, dass du einfach dann länger machst als 1 Uhr. Dann kannst du vorstellen, spielst du so ein bisschen so ganz entspannt rein und dann plötzlich schaust du so nach links oder nach rechts, je nachdem, wo der Fenster ist. Dann siehst du auch schon, wie die Sonne aufgeht. Das sind halt immer diese Momente, wo ich mir dann denke, ah, okay, uff, scheiße. Junge, Alter, der hat eine Angel. Die geht ja mal bis ans andere Ende von der Map. Humans call me Einar. Einar. Auflenke mich meine Einzigkeit so sehr ab, dass ich so etwas wie Neubekanntschaft überhaupt nicht bemerke. Ah. Oh Mensch, das... Oh. Der Typ dirst mich einfach. Das Einsein ist lediglich das Einsein. Ah. Logisch. Warum komme ich nicht selber auf sowas? Okay. Ich habe deinen Brief erhalten. Dann bist man zu Hause. Okay. Ah, okay. Ich muss ein bisschen mit ihm. Okay. Oh, das war aber. Der war aber gut rein. Ja, aber scheiße, ey. War eine Köder oder was? Hey! Hey! Da fühle ich mich ja gerade. Nee. Wie geht das, Alter? Okay. Was ist jetzt los? Achso, warte mal. Okay. Ach, die haben einfach gesehen, wie sehr du das Game willst und haben dir deswegen die Möglichkeit gegeben. Aquarien in Terrarien. Oh, ich call it Star Quality Iron. Solange es funktioniert, ist egal. Also brauchst du dann kein Mehl. Ist hier noch was? Nee, aber da hinten ist noch was. Also ich drücke dir die Daumen, dass du es runterladen kannst und dann auch gleichzeitig spielen. Weil sonst wäre es halt ziemlich traurig, wenn du es runterladen kannst, aber nicht spielen. Ja. Das wäre echt traurig, aber ich, wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht so ist.
Habe ich ihn jetzt? Ey, verscheucht. Weißt du, ich weiß eben nicht, wie groß der Andrang sein wird. Also es kennen halt meine persönliche Einschätzung nicht so viele das Game. Glaubst? Okay. Also ich hätte das Gefühl gehabt, dass es nicht so viele kennen. Aber natürlich, wenn halt so große YouTuberinnen wie zum Beispiel Gnu oder so etwas das Game zocken, dann wird natürlich die Reichweite auch größer. Ja, das stimmt. Ja, das machen die Leute also wegen dem Kostüm. Na dann. Bist du bald selber in der Welt von Palier drin. Sieht es aus? Ne, ja, viel zu weit draußen. Den könnte ich eigentlich genau ins Genick schießen. Ja, Mann. Oh! Und der kommt nicht. Oh, Fleisch. Wie kann ich das Insekt fangen? Geht es überhaupt, dass ich das Insekt da fange? Ich glaube irgendwie nicht. Romance Pin. Ah, okay. Nochmal. Kraft. Mit großer Verantwortung. Was ist denn da? Great. Probieren wir es aber auf Englisch. Vielleicht versteht ihr das auf Deutsch natürlich. With great power comes great responsibility. Ha! Das ist einfach der gleiche Spruch. Auf Englisch, aber das funktioniert. Ja, weil aus großer Kraft folgt große Verantwortung, da gibt es eigentlich nicht wirklich was man als Schimpfen oder Beleidigung sehen könnte. Ja, die schlafen natürlich jetzt alle. Schau mal, glaube ich, zurück zum Haus. Phoenix Falls ist da oben. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich habe mir, glaube ich, ein Bett gebaut. Das sollte sich aber auch ausgehen, dass ich dann da hinkomme. Vielleicht geht es mit dem Schlafen dann noch. Und der Fokus ist halt ganz wichtig, ne?
Also ohne den Fokus, besser mit Fokus geht das Level anscheinend schneller. Okay. Das ist ein Bronze, muss sein. Ich freue mich schon drauf, wenn man ein Haustier haben kann. Oder so einen treuen Begleiter. So, ich glaube, auf der anderen Seite da hinten. Das ist... Ah, schau. Eh da. Okay, schauen wir mal, wie weit das Sägewerk gearbeitet hat. Wie viel wir da schon abholen können. Voll. Okay. Schon wieder. Hm. 30, ey. Hier da oben. Ich glaube, die Materialien eher nach unten. Gegenstände, die man benutzen kann, dann eher nach oben. Ich glaube, so sollte es funktionieren. Und ein Bett haben wir hier doch eigentlich auch gemacht letztes Mal. Das wundert mich eigentlich. Teppichmoos. Ich hab noch kein Bett. Was ist denn Teppichmoos, Mann? Na, zumindest kennt der Charakter keine Müdigkeit, also. Relativ chillig. So. Vielleicht da hinten irgendwo. Aber Moos sollte auf jeden Fall in der Nähe vom Wasser sein. Gar nichts. Okay. Das war, glaube ich, einfach gerade umsonst. Hä, was? Okay. Okay, das heißt, das kann ich gar nicht umhauen. Na gut. Teppichmoose. Ich kümmere ein paar Pflanzenfasern. Und
was anderes, kann ich mir gerne vorstellen. So. Kriegt man hier relativ schnell die ganzen Materialien. Oh, okay. 3 Uhr in der Früh, ich dachte, die haben schon eine andere Weckzeit. Aber Teppichmoose. Vielleicht viel. Also ich sollte eigentlich alle Werkzeuge haben, die was ich brauche. Oh, okay, schwimmen kann er nicht. Gut, das habe ich jetzt auch herausgefunden. Nee, auch nicht. Das war auch für den Hintern. Gibt es in dem Bereich hier gar nicht. Kann das auch stehen lassen. Ist immer so ein Stück komplett weggeballert. Dinge. Wenn wir das noch ein bisschen. Wann den brauchen wir eben ja. Plus 6. Aber was meint er mit 500 Gramm haben? Ey? Soll ich so viel aber im Rucksack drin haben? Damit er. Das würde ich das ein bisschen erklären. Ja, bis auf das Ziel, glaube ich, das ist so ein Kandidat, in was man sehr gut mit Controller spielen kann. Ich dachte, dass ich das umpacken kann. Das sieht nämlich so aus. Auch nett. Okay, dann geht's da ziemlich tief runter. Fallschaden hat er keinen, aber wenn er ein bisschen ins Wasser reinfällt, das ist ihm natürlich zu viel. Na, den ball ich gleich mal weg. Aber ich treffe ihn sogar in den Kopf, ne? Da treffen wir ihn sogar in den Kopf, ne? Der rennt halt trotzdem weiter. Okay, dann haben wir auch noch.
Ah, lol, okay. Das ist so ein Gemeinschaftslooten. Das heißt, auch wenn er das erledigt, kann ich mir das auch nehmen. Oh, witzig. Das ist cool. Dann gibt es nämlich nicht diese Loot-Geier. Die das halt. Die das einfach weglooten direkt vor der Nase. Bin gespannt, ob sie so ein Schnellreisesystem reinbringen. Also Skills levelt man eigentlich schon relativ schnell. Nice, bist du drin? Hast du schon Charakter gemacht? Ja, die Armbandsequenz ist brutal laut. Inventar voll. Ich glaube, ich spinne. Wo bin ich hier unterwegs? Was sagt er? Ich soll also? Have 500 Gramm. Von was? Make enough money to buy... Also 500 Gold! Achso! Alter, ich denke... Scheiße! Ab 500 Gramm! Oh Mann, das ist einfach nur G, steht für 500 Gold und nicht für Gramm. Mann, ich bin so Trottel, ey. Ja, Mann. Das darfst du ja gar keinem erzählen. Sammeln wir das auf. Ah, warte mal. Ich kann. Kann ja nichts sammeln, ey. Zu wenig Platz. Aber wenn ich zu weit weg bin. Gut. Also eigentlich eh die Richtung. Aber nach links. Jetzt geht ihr relativ flott. Also am Anfang das zurechtfinden, das ist eh nicht so schwer. Aber die Mix, also der Mix aus Deutsch, Englisch, irgendwas ist halt ein bisschen funny. Okay, irgendwas. Entweder wir verkaufen noch was oder. Ah, da habe ich keinen. Ich weiß. Mal auf 100. Okay. Oh, kann ich da über sowas einlagern? Oft zur Dekoration und Medizin verwendet. Glänzendes kleines Steinchen. Okay. Tja, was verkaufen wir? Bringt kein 43 Gold. Kaufen das Fleisch. Oh, wenn es weh tut. Die Holzbretter, die können wir auch eigentlich ziemlich schnell kriegen. Wobei eigentlich Priorität eher dieser Ofen hat. So, ein bisschen zu. Okay.
Weil tatsächlich nur die ganz kleinen kann ich mir anschauen. Frag mich halt, wofür ich das brauche, den Feuerstein, ne? Das ist eine entspannte Melodie. Wobei es in meinem Fall, wo ich jetzt gerade richtig extrem eher einschläfernd wirkt. So. Ist deine Typ jetzt in der Nähe, bei dem ich diesen Schmelzofen kaufen möchte? So wie es aussieht, ist er nicht da. Alter, der hat schon ein bisschen was. Umso besser das Verhältnis zu den Leuten wird, umso mehr kriegt man. Okay. Und der eine aus der Taverne, der kommt irgendwann mal Nachmittag. Also der schläft mal so richtig aus. Okay. Achso, aber man, das ist das Geld, was wir gerade gekriegt haben. Den du bei Schreinen ansehen aufwendest, aha. Shrine where you were found. Also der Schrein, den was wir gefunden haben, der war doch irgendwo. Da ist der Typ. Der ist irgendwo da hinten. Ja, das kann ich halt schnell eigentlich bauen und dann könnten wir eigentlich so Ziegelsteine herstellen oder Kupferbahnen. Weiß ich noch nicht, aber es wäre halt cool. Ich denke, dass wir die eigentlich ziemlich teuer verkaufen können. Also es würde dann schon ein bisschen Cash einbringen. I haven't got all day. Is that all? What do you want? Was? Okay. That's enough. Ja. Achso, nein, ich rede gar mit dem Falschen, oder? Oder? Ja, genau, mit dem muss ich reden. Das erklärt, warum der mir nichts. Also das gibt, was ich brauche. Ich finde den aber, vielleicht muss ich einfach kurz warten. Weil ich brauche auf jeden Fall den Typ da in der Nähe.